Was? Warum passiert nichts? Hilfe! Hä? Oh, hä? Ich habe die richtige Quelle ausgewählt, wie immer. Mincho wurde aus dem Spiel geworfen. Echt jetzt? Alol, Faktur ist einfach mal abgestürzt. Alles klar. What the fuck? Ich liebe... Manchmal liebe ich das Spiel doch noch. Ich weiß schon, warum ich... Du schaffst es echt bei jedem Spiel. Irgendwann. Ja. Dass du gekickt wirst. So. Hey, Leute, BG, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio mit Luca. Lass ich ganz kurz sagen, Luca. Achso, du meinst mit Steinziegeln? Ja, okay. Oder meinst du mit Mauern, ja, mit Steinziegeln? Mit Steinziegeln wollte ich. Okay, mal. Ich dachte mit Mauern. Weil ich will ja, wie gesagt, die blaue Getränkeproduktion komplett zur Mauer, die du rechts siehst, verlegen, sodass wir hier die Labor runterziehen können im Prinzip. Nö, ich will doch das hier machen. Ja, okay. Aber wenn du die Mauer ziehen würdest. Weil es mich aufregt, dass es viel zu lang dauert, hier zu moven. Und das muss ich einfach so sagen, es regt mich auf, also. So. Dann nutze ich lieber schnell meine Zeit, wenn ich eh nicht aufnehme, mach so einen Scheiß. Ja, ich weiß auch schon ganz viel, was ich machen werde in deiner Folge. Und zwar werde ich erstmal wahrscheinlich die blaue Tränkeproduktion umverlagern und ich wollte alles mal mit Geschütztürmen ausrüsten. Das sind beides Aufgaben. Genau, Laser. Genau, manche. Die werde ich wahrscheinlich nicht in der Folge machen, weil das ist jetzt nicht das Spannendste, was man machen kann. Ja, vor allem ist es halt viel Crafting, es dauert anscheinend echt lang. Wobei ich damit auch anfangen muss, allein schon wegen oben, weil ich nicht weiß, wann da wieder Aliens kommen. Weil halt Hohlöfen doch schon ganz schön viel verschmutzen. Blaue Prozessoren können wir gar nicht machen, oder? Aus was bestanden die nochmal? Ja, genau, nee, die können wir noch nicht. Die sind unter fortgeschrittene Elektrotechnik. Achso, die können wir noch nicht mal machen, alles klar. Musst du kurz erforschen. Ja, stimmt. Danach sind die aber ganz einfach. Die bestanden aus Schwefelsäure und aus 20. einfachen Schaltkreisen auf zwei erweiterten. Wo ist denn die nochmal, die fortgeschrittene Elektrotechnik? Soll ich die machen? Da. Ja, mach mal kurz. Klick, klick. Ich hab die schon gesehen, das ist dieser Chipsatz da, dieser CPU-Chip. Okay. Weil ich wollte vielleicht ein paar Produktivitäts-2-Module machen für die Maschine hier oben, weil hier kann ich gerade noch nichts. Ja, ich brauche die auch allein schon für meine Suite da. Ich brauche die für mein Exoskelett und für mein Exoskelett brauche ich sie. Und für meinen Energieschild brauche ich sie nicht. Wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ich mache Energieschild nebenbei. Wie kann ich das hier verbessern, dass hier mehr Zahnräder ankommen? Das ist jetzt gerade die Sache, die ich machen muss. Endeffekt. Weiß nicht, so ich jetzt runtergelaufen bin, ich Idiot. Soll ich eigentlich nebenbei für dich auch noch so eine Rüstung craften, oder? Wie sieht's da aus? Ja, wenn du willst. Du kannst, ja, klar. Ich frag nur, weil... So ein ich chill jetzt mein Leben eh. Ich würde in der nächsten Folge halt meinen Zuschauern das Energieschild vorstellen und dann wahrscheinlich den Prozessor. Wenn du bis dahin nicht den Prozessor gebaut hast, würde ich damit den Prozessor bauen, dass ich das Exoskelett machen kann. Wobei dafür brauchen wir Motoren 2 und dafür brauchen wir Schmieröl. Okay, Schmieröl wird auch schwer hergestellt, das ist easy. Oh, Alter, mein Handy hört heute echt nicht auf. Wie krieg ich Sinn, mehr zu beliefern? Das warst du vorhin, was da vibriert hat. Was? Mein Handy, mein Steam funktioniert wieder auf dem Handy. Manchmal funktioniert es nicht, aber jetzt aktuell ist es wieder so, dass jede beschissene Nachricht an Steam auch an mein Handy ankommt. Ohne Witz, das nervt. Nicht. Kritisch einfach. Lieferband 1 nach links bauen und dann immer. Warum nicht? Also ging das wegen dem Platz nicht oder warum habe ich das nicht gemacht? Das ist doch viel klüger. Warum mache ich das nicht? Das ist doch viel besser. Julian! Okay, alles klar. Lieferband hier nach links. Links man verlegen. Weiß, dass eine Person verrückt ist, wenn sie so mit sich selbst redet, Leute. Wenn ihr so mit euch selbst redet, solltet ihr zum Psychiater gehen. Nein, bestimmt auch nicht. Kein Strom mehr, wuhu! Warte, ich hab eine. Das war auch ein Rat für dich, Julian. Nein, brauch ich nicht. So, wir müssen das da machen. Ich muss ganz eins nach da verlegen, denn... Boah, meine Musik ist viel zu laut, ich höre dich gar nicht. Das ist gar kein Problem, ich bin eine unwichtige Nebenstimme. Wenn es nur so wäre, wenn du nur so eine unwichtige Nebenstimme machst. Raus aus meinem Kopf, Julian. Oh. Bin da nicht drin. Das ist nur eine Einbildung, Luca. Was jetzt? Jetzt wirst du zum Psychiater. Ne? Ja, ja, aha. So. Wie bastel ich denn das jetzt schon wieder? Und jetzt muss ich das Ganze auch eins nach links verlegen. Die ganzen Granaten hier. Hey. Hey. Was fehlt mir? Kupfer fehlt mir. Oh mein Gott, ich frage mich die ganze Zeit, was mir fehlt.
Was hast du gemacht? Wenn ich eine Stromleitung kapp, funktioniert gar nichts mehr. Warum das denn? Kannst du das bitte lassen? Ja, ja, warte. Ich hab Platz für die Stromleitung genau an der Stelle. Ja, wir machen mal ganz kurz hier eine hin und da eine hin. Er hat einfach den kompletten Strom gefunden. Ja, mach mal so, Bums. Hä, aber warum wird denn die komplette Stromleitung gekappt? Da unten fließt doch der Strom lang. Ja, aber er kommt halt nur da hoch, durch. Ja, aber nee, aber hier ist er doch auch. Hier ist er doch überall. Hier. Ja, aber da war keine Verbindung nach oben. Hey, jetzt funktioniert es immer noch. Ich habe den Strommast jetzt wieder weggemacht. Pass auf, weil ich den hier hingebaut habe. Ah, alles klar. Dann kann ich die Strommasten jetzt wegmachen. Nämlich voll unnötig. Wir machen kurz. Jetzt habe ich dich wieder geschockt. Bums. Okay. So, jetzt funktioniert. Zwei Energieschilde. Ja, Batterie kann ich dir geben, eigentlich so. Habe ich Night Vision schon gebaut eigentlich jetzt? Rechtsklick. Ich habe Night Vision schon gebaut. Ach, das ist Night Vision, was ich habe. Cool. Es ist gerade Nacht. Oh, es ist hell, Alter, es ist nice. Es sieht nur ein bisschen leicht grau aus, aber sonst ist es echt geil. Das ist super. Damit siehst du ja mal 10-mal besser. Sick. Dann craften wir das noch im Julian. Ah, Batterien. Könnte ich ihm ein paar abgeben eigentlich im Endeffekt, so, gell? Na, die mal. Oh, jetzt muss ich das wieder als nichts verlegen, ey. Gebe ich dir mal 5 davon ab. Glück arbeite ich sehr effizient und muss wieder jetzt alles umverlegen, was ich gerade erst hingelegt habe. Ich arbeite sehr effizient. Oh. Ach genau, für Batterie MK2 hab ich auch die blöden Prozessoren gebraucht. Das weiß ich wieder, für was ich gebraucht habe. Oh, fertig. Ich darf was erforschen. Ich wollte mich Ding haben. Oh, mach das. Wo ist es? Ja. Ich will unbedingt das haben. Wie machen wir? Ach, ich kann jetzt einfach alles eins nach links verlegen. Dann... Das heißt, ich baue jetzt mal ganz arschdreist eine Chemiefabrik, wo ich Schmiermittel herstelle. Ruhe das. Ah, hab ich sogar noch eine dabei. Jetzt fühle ich mich gut, dass ich sowas hab. Nice. Ach du Schande, das hast du ja gut gebracht, dass ich hier so gefühlt an null Schmier rankomme. Dankeschön. Immer wieder gerne. Das ist halt echt so, du hast im Endeffekt alles abgekackt. Ja, aber ich hab das. Mal dran gedacht, ich hab das sogar noch gesagt, wir brauchen Schmier irgendwie. Ja, ich weiß, ich weiß. Und deswegen hatte ich auch, glaube ich, weiß nicht, ob ich die Möglichkeit irgendwo offen gelassen habe, aber ich hatte mir zumindest gedacht, dass ich irgendwo bestimmt die offen. Wird schon. Ah. Du machst das schon. Ich bin da optimistisch. Zahnräder. So, jetzt habe ich mal eben die Zahnradproduktion verdoppelt. Perfekt. Theoretisch kann ich jetzt mal ganz kurz ein paar Effizienzmodule nebenbei herstellen. Ja, ich nutze jetzt halt eins für Schmieröl. Einfach eine deiner Chemiefabriken habe ich jetzt zu Schmier umgewandelt. Ja, kannst du machen. Glaube ich. Und dann muss ich daraus dann bei den Prozessoren. Warum denn? Das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen habe ich das nicht so gemacht. Scheiße. Nein. Jeder Denkfehler drin gehabt. Oder wir kriegen es hin, dass hier der Output. Kann man das sehen? Oh, shit. Oh, habe ich denn immer so viele Denkfehler drin, ne? Brauche ich? Egal, wird reichen. Nein, reicht nicht. Okay, kurz überlegen. Wie kriegen wir hier jetzt Zahnräder? Wir könnten hier reinnehmen. Oder hier reinnehmen. Gut. Da rausgehen, aber dann geht es ja auch aufs Förderband, was aber nicht funktioniert. Wir könnten das Förderband hier nutzen. Aber wie? Jetzt bin ich noch stärker, Alter. Das, oh mein Gott. Wenn die Zahnräder da hingelegt. Nein, funktioniert doch nicht. Was brauche ich denn nochmal für dich? Doch, es funktioniert. Wenn ich ganz viele unterirdische Fließbänder nehme. Alles klar. Unterirdische Fließbänder werden jetzt genommen. Jetzt weiß ich, Perfekt. Wieso ich das nicht machen wollte. Warum denn nicht? Weil das Schaltkreis erweiterte benötigt ohne Ende. Wenn ich die dir jetzt mache, weil ich ein netter Mensch bin, aber... Juhu! Das kotzt mich jetzt schon an, weil das heißt jetzt im Endeffekt, stupide... hier unten ein bisschen klicken, weil ich die definitiv nicht so viele in meinem Inventar herstelle. Das sind über 30 Stück, was ich brauche für dich. Juhu! Dankeschön!
So. Oh nein. Hab ich Glück kenne, muss ich das Kriegsbett jetzt schon wieder eins nach links verlegen. Juhu! Muss wieder alles nach links verlegen, was ich gerade jetzt gebaut habe. Brauchen wir noch andere Motoren-MK? Brauchen wir Motoren MK2 noch irgendwas gerade? Oder muss ich nur meine Menge machen? So, Fragezeichen. Keine Ahnung. Weil ich bin eine große Hilfe, dankeschön. Ja, immer doch, bist du eine große Hilfe. Ich hab so kurz ein paar Ziegelsteine verteilen. Ziegelsteine. Ah. Bin mitgefahren. Habe ich 7 Stück. Ich brauche insgesamt. Wie viele nochmal? No whisper target found. Für das Ding? Brauche ich 30. Das heißt, ich brauche insgesamt noch 53 Stück, Alter. Ja, jetzt kann ich das Fließbett einfach theoretisch nach links verlegen. Bums. Ganz easy peasy. Ohne Witz, ich kapp jetzt erstmal kurz jedes andere fettes Schmierölllager, weil ich brauche jetzt mal Schweröl-Ding. Das ist nur Schweröl, nur zu mir kommt erstmal. Ich brauche das jetzt unbedingt bei mir. Ohne Witz. Weil das läuft, die Montagemaschine läuft eh schon langsam genug. Da brauche ich nicht noch, dass die sich aufteilt, so. Du wirst nachher wieder alles schön aufbauen, bau dir da auch alles wieder ran, aber jetzt gerade will ich das schnell haben. Dann mache ich noch auch alles wieder richtig, aber das tue ich mir nicht an. So. Und dann können wir theoretisch trotzdem so machen. Denn, meins erstmal folgendes. Haben wir blaue Greifer? Nein, der ist immer noch am Produzieren. Ah! Wie viel braucht er noch? Wie viel hat er noch? Okay, nur noch 2 Stück, das dürfte... Jetzt können wir theoretisch hier überall blaue Greifer mal ranmachen, die das rausholen und alles jetzt reintun. Und jetzt müssen wir dann theoretisch... Wie machen wir das? Ja, theoretisch kommen jetzt immer da 2 unterirdische Fließe. Okay, ich zeige gerade mit meinem Finger auf dem Bildschirm und wundere mich, dass es keiner sieht. Okay, ist das dein Ernst? Es war mehr für die Planung für mich selbst. Da ist mir trotzdem aufgefallen, dass es keinen Sinn macht. Ich brauche mehr Zahnräder. Willkommen in Julians Welt. Ja, was? Ich glaube, brauche ich jetzt echt mehr Schaltkreise. Kann das. Ach komm! Die Schweröl-Dinger haben schon wieder Ding verarbeitet. Ich brauche meinen Zug, meinen Ölzug. Okay, ein Zug. So. Ach scheiße, den Ölzug immer noch nicht. Das Öl noch nicht, Ding noch nicht repariert. Die Ölpipeline. Fuck. War die kaputt? Von Aliens wahrscheinlich, ne? Ja, da waren noch die Ölpumpen weg. Ja, was stimmt. Du vergessen hast, da muss ich theoretisch noch was machen. Da war was. Habe ich noch nicht gemacht. Gib auch ehrlich zu. Hab gerade anderes im Kopf, nämlich ich will coole Rüstung haben. Ja, ich gehe da mal gleich rüber und bastel mal ganz kurz. Wo hab ich's denn? Ich glaube, es waren 2, die weg waren. Bitte heiße ich halt, baue da kurz 2 wieder hin. So, jetzt ein bisschen wieder Foto. Schaut schon, das letzte Geschwindigkeitsmodul, da kann ich endlich weiterbauen. Los. So, aber das habe ich aktuell 16 Stück. Ich brauche jeweils noch. Gute Granaten haben wir angesammelt. 22 Stück. Auf welcher Seite des Fließbands? Sogar auf der Innenseite, wie gut ist das denn? Wo ist das jetzt? Warte. Die fließen durch. Ah, jetzt produziert er wieder. Vielleicht ja. Muss ich. Es waren 2 weg. Geht ja noch, klar. Weiß nicht, ja schnell hingebastelt. Besser so. So, paar davon. Das funktioniert nicht. Nee. Viel zu viel Eisenzahnräder dafür, alles klar. Plan gescheitert. Nein, nicht ganz gescheitert. Jetzt werden endlich die blauen Greifer produziert. Dankeschön. Blauen Greifarme sollten dann immer. Mach einfach das Ding an. Enger. Okay. Baugreifer. Die kommen einfach alle, immer sind wieder alle Pumpen, die produzieren. Problem ist, die Pumpen produzieren ja immer langsamer. Also wir müssen eh bald eine neue Ölader uns raussuchen. Mitte. Machen sie die Mitte. Da haben wir Petroleum echt noch Mass, aber sonst halt nichts mehr. Brauchen wir denn... Also okay, wir brauchen irgendwann... Gut, okay. Was haben wir denn eigentlich noch so? Ja, Öladern. Ja, also die nächste Ölader ist da drüben. Ist halt oben... links unten, die riesige mit 77 Ertrag.
Ah, ich oder direkt unter uns mit 350. Genau, oder unter aber ich uns mit halt, 350 pro Tag. Aber ich würde eher die 770er direkt nehmen, weil 770 hört sich halt schon extrem gut an. Das stimmt. Da mussten ein paar Laser allerdings ist halt unten so, dass wir nicht viel Alien angriffen. Ja, baust du halt wirklich Laserturm an die Wandseite, an Alien-Seite und gut ist. Ja, das so. Stimmt. Dann juckt es uns nicht mehr. Die Lasertürme machen das locker weg, die Viecher das jetzt noch. Das stimmt. Ich mach mal dann. So, komm. Dann machen wir das. Das ist mehr Greifarme. Drumnetz 2. Ja, das wird schon gut. Ja, Umspannnetz ist das mit dem Umspann. Ah, okay. Das dann. Mhm. Weil das Problem ist nämlich, es kommt fast kein. Die Dinger könnten produzieren. Das Problem ist, ich krieg zu wenig Schmieröl. Ohne Witz. Ich hab zu wenig Schmieröl, um die Motoren fertig zu bauen. Alles andere könnte ich, hab ich genug wahrscheinlich schon fast. Ah ja, Schaltkreise müsste ich noch machen. Da war Schwefelsäure, gell? Ja. Die kann ich hier unten. Greifarme können auch aus unterirdischen Fließbändern nehmen beim Eingang und Ausgang, oder? Noch reinlegen. Was? Bei unterirdischen Fließbändern beim Ein- und Ausgang können auch Sachen drauf und rausgenommen werden. Ja, draufgenommen, ja. Ah, okay, nice. Zumindest im Modpack. Was? Zumindest im Modpack. Ja, hier müsste auch so sein. Kann immer nur vom Modpack sprechen. Ja, halt ich glaube, so. Hier ist auch so. So. Jetzt werden gleich meine ganzen Fließbänder produziert, die brauche ich. Und man braucht gleich noch Stromanbindung. Ich eigentlich auch schon und kurz. Ich würde sagen, wir machen immer direkt da drüber. Ja. Ich drauf warte, bis das Zeug fertig ist. Egal, wir haben schon mal unter Fließbänder. Wie viel von denen brauche ich jetzt? Können wir. Map. Das tut weh. So. Fast fertig. Ihr braucht doch ein paar Dinger. Zahnräder. Aber da müssen doch mehr Zahnräder produziert werden, alles klar. Möchte ich nicht. Auch Zahnräder zu produzieren. Wir haben hier oben genug. So, jetzt hast du auf bei dem Ding. Als ob wir Strom jetzt schon haben. Ja gut, dann mache ich jetzt das. Dann mache ich das ewig lang. Ich will es was wir da haben, weil ich nicht alle 5 Sekunden drauf drücken muss. Außerdem ist das eh wichtig. Langsam. Kernkraft, ja, das stimmt. Haben wir alles für können wir Kernkraft erforschen? Ja. Also Kernkraft war nicht dieses krasse, sondern Kernkraft ging doch klar. Kernkraft ist ja nur die drei Tränke, die wir haben. Ach so, okay. Haben. Okay. Da kommt nicht mal, Ding dazu, so. Ja, und irgendwas anderes. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug. So. Ich stelle schon meine Prozessoren her. Deine bin ich noch weit entfernt, so. Halt echt ohne Witz, bis ich deine hergestellt habe, Junge, werde ich da stehen. Ich könnte natürlich jetzt Kunststoff vom Fließband nehmen, das braucht alles, was ich machen kann. Wie dir gesagt, ja komm, ich nehm's, mach's so. Muss ja schon fast zu machen. Ja komm, ich halt hier Kunststoff ohne Ende weg und ich stell mal ich bin einfach. Ding her, eine Anzahl. Warte, was? Wo kommen die Granaten an? Bin ich schnell genug, der Greifer? Wir brauchen mehr Greifer. Alter, wie schnell die Elektrochips jetzt doch wieder hergestellt, voll sind, die Fließband. Wenn ich mir normal. Mehr Granaten greife. Wo, vier. Acht, neun, zehn. Du greifst Granaten. Mach mal 50 Stück. Muss reichen. Ich glaube nicht, dass wir so viele Granaten produzieren. So. Ja, muss reichen. Dann. Oder wir machen noch eine Kiste hier hin. Alter, Neidwissen, also wenn du das dann hast, da freust du dich echt drüber, sag ich dir nur so. So. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil ich habe, wie gesagt, apropos Neidwissen, ich habe ja ein paar Lampen gerade gebaut, die muss ich jetzt verteilen. So. Bin ich unten. Ich stelle stupide gesagt, ich brauche 30 für das, dann. Boah, Alter, ich. Allein schon, wenn ich dein Exoskelett baue, habe ich schon noch fast alles weg, was für dich ist, so. Boah, ich glaube, ich habe diese modulare Rüstung, habe ich glaube ich früher beim ersten Run, den ich ja damals hatte mit euch, wo ich gestreamt habe, ich glaube, da habe ich auch, ich habe ja mehr oder weniger unproduktiv gearbeitet und habe dann auch glaube ich nur meine modulare Rüstung. Habe ich echt auch lange gesessen. Ja, machst es halt nebenbei in der Folge, wo ich eh nichts zeigen darf, so, ja. Weil die Rüstung werden wir brauchen irgendwann. So. Ja, schon die jetzt kann ich so mit Wine noch verteilen. So. Ich weiß gar nicht, was ich alles schon in Auftrag gebe gerade für uns beide so. Ich gebe schon ganz schön viel Shit in Auftrag, einfach nur, dass ich das Ding fertig habe.
Aber sind auch gleich deine Motoreinheiten alle fertig. Das dauert echt nicht mehr lange, haben wir alle Motoreinheiten. Nice. Dann kannst du happy sein, dann haben wir nämlich echt genug für eine Weile. Sind schon 22 von 30 fertig für dich. Warte mal. Wir können auch jetzt gelbe Wissenschaftspotions machen schon, Kommt nicht genug Eisen an? Alter, es kommt ja kaum Eisen und Kupfer an. Kommt ja kaum noch Kupfer an. Was? Es gibt kaum noch Kupfer. Okay. Okay, hier sind auch mehrere Dinger leer gelaufen. Ich habe ja gesagt, du musst ein Ding, deswegen sag ich ja, mach 1,2 Millionen da oben. Werde ich bald anfangen, aber erst wenn es hier alles erschöpft ist. Hier kein einziges Kupferquellchen mehr sehen. Aha, okay. So. Alter, guck mal, wie schnell Kernkraft im Endeffekt geht. Wenn man sich das mal bedenkt. So, der ist fertig. Das heißt, den kann ich jetzt schon mal abbauen. Das heißt, der läuft eigentlich schon mit dem letzten. Das heißt, wir können den hier schon mal jetzt auf das hier umstellen und können alles wieder anstellen, so wie es sein soll. So. Folge sofort vorbei. Ich werde noch ganz kurz die Mauer hier ziehen. Dann war's das. Wo fehlt Strom? Eine Verbindung anscheinend. So. So. Dann kann ich. Was ist mit jetzt dem noch, Eisen? Jetzt muss ich noch zwei Sachen machen. Alter, jetzt kommt ja kaum noch Eisen hier hoch. Warum? Hä? 1, 2, 3, 4. Wird hier unten so viel Eisen verbraucht? Weiß ich nicht, was du verbrauchst. Ja, anscheinend, weil die Munition wieder voll im Gange ist, zieht uns das richtig Eisen. Ja, klar. Wann wird dein Kupferfeld da oben richtig angeschlossen? Dein Eisenfeld, sorry, meinte ich. Dann, wenn du an das Schienennetz das Eisen abzwackst. Okay, also theoretisch schon ready, oder was? Ja. Du musst nur halt genug Stapelgreifer machen, dann genug Kisten, Stahlkisten hinsetzen, dass du genug abspeichern kannst. Mhm. Pro Waggon brauchst du zwei Stahlkisten mit jeweils vier Stapelgreifern, weil du zwei für rausnehmen brauchst und zwei für aufs Band legen brauchst. Ja. Und ja, dann bist du ready to go, good to go eigentlich. Okay. Im Endeffekt. Dann würde ich erstmal sagen, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kurswert nach und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Luca auf seinem Kanal. Tschüss. Ja. Tschüss.